willkommen zum zweiten Rezept hier in der Familienbildungsstätte. Mein Name ist Tanja Pieper und ich bin immer noch Kochreferentin in der Familienbildungsstätte. Und ich werde heute mit euch eine Apfel-Marzipan-Marmelade mit Amaretto machen. Dafür brauchen wir 1,3 Kilo säuerliche Äpfel. Ich habe jetzt hier den Bosskopf genommen. Dann 150 Gramm Marzipan, den Saft einer Zitrone, Bittermandelaroma, Gelierzucker 3:1 und etwas Amaretto. So, als erstes werden wir die Äpfel schälen und entkernen und in kleine Stücke schneiden. Und die werden dann zusammen mit dem Saft der Zitrone in den Topf gegeben und dann werden wir die kochen, bis die weich sind. Wir haben den größten Teil der Äpfel jetzt geschält. Jetzt habe ich hier noch den kleinen Rest, der klein geschnitten werden muss. Kleine Stückchen. Dann geben wir 150 Milliliter Wasser dazu. Wir können den Herd erstmal anstellen. Und die Hälfte vom Zitronensaft geben wir auch dazu, dann werden die nämlich nicht so schnell braun. So. Und jetzt müssen wir das erstmal zum Kochen bringen. Zitrone, dann nehmen wir die ganze Zitrone, die pressen wir aus. Weil wir die erste Hälfte vom Zitronensaft schon mit in den Topf tun und mit den Äpfeln kochen. Das Marzipan werde ich in kleinere Stücke schneiden, dann löst sich das im Apfel besser auf. Wenn es aus dem Kühlschrank kommt, kann man es auch über die Reibe geben. Unseres liegt jetzt hier schon ein bisschen länger bei Zimmertemperatur. Dann machen wir das eben fix mit dem Messer. Die Äpfel haben jetzt 4 bis 5 Minuten gekocht. Haben wir jetzt einen schönen Mousse. Die werden wir jetzt pürieren. Jetzt kommt das Marzipan dazu. Der restliche Zitronensaft. Ein paar Tropfen Bittermandelaroma. Und der Gelierzucker. Jetzt wird das gut umgerührt und eingerührt und dann muss das noch mal kochen und dabei bitte stehen bleiben und aufpassen, dass das nicht anbrennt. So, der Marzipan hat sich jetzt aufgelöst, das Püree ist soweit fertig. Jetzt geben wir den Amaretto dazu. Nur eben heiß werden, nicht kochen, sonst geht der Alkohol flöten. So, die 5 Minuten sind um. Wir können sie jetzt wieder richtig rum hinstellen und auch dekorieren. Und da habe ich auch was vorbereitet. Als kleines Mitbringsel, kleines Geschenk aus der Küche. Für den kurzfristigen Verzehr innerhalb von 4 Wochen bitte aufbrauchen. Guten Appetit! So, Marmelade ist fertig zur Verkostung. Ist noch schön warm. Auch hierfür hat sich Ulrich wieder bereit erklärt, zu probieren. Das mache ich gerne. Was soll ich dazu sagen? Es tut mir sehr leid. Die können wir nicht verteilen. Ich bin freiwillig dazu bereit, die Gläser alle mit nach Hause zu nehmen.
Nein, wirklich, Spaß beiseite. Schmeckt ganz fabelhaft, richtig toll. Ist sicherlich toll nachzumachen. Ich kann den Geschmack nur empfehlen. Einfach auf einem frischen Brötchen, auf einer frischen Scheibe Weißbrot, 100%ig. Guten Appetit.